So, und damit wieder ein herzliches Willkommen. Gleich mal eine Doppelfolge auf eure Nacken oder Kehlschlag, wie ihr wollt. Ich würde sagen, taufen wir uns jetzt wirklich übers Wasser. Naja, übers Wasser. Ja, schwimmen wir einfach. Scheiß drauf. Was ist los? Hast du Angst? Ja. Solltest dann lieber später meine Leichenteile einsammeln, damit wir die dann noch verbrennen können. So, klettern wir mal. So, ich würde sofort mal kurz in Deckung gehen. Sofort in Deckung, Leute, sofort. Schleiche dich an deine Gegner an und verbirg dich vor ihnen. Kommst du deinem Opfer zu nah oder machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus. Das kennen wir schon. Während Gegner dich suchen, bleibe in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwinden die Aufmerksamkeit. Push, würde ich sagen, Push. Oh, da drüben können wir ja auch hingehen. Wo? Ja. Besser so. Und tschüss. So, einer weniger mal. So, ich hoffe, dass der dann wenigstens nicht herschaut. Wir gehen dann mal dafür alle Fälle mal in Deckung. Ui, ich weiß nicht. Und von da so in der Deckung kann ich mir das dann schon gut vorstellen, dass wir den dann vielleicht doch noch haben dran. Oh, fuck. Deckung. Perfekt. Nice. Gleich so rüber kraxeln so und gleich nach ihm ziehen und so. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, ich würde sagen, das wäre das Beste, wenn wir das so machen. Nice. Und weg mit ihm. So, jetzt wäre natürlich nochmal die Frage, wie man die Waffe... Ja, mit Viereck wahrscheinlich. Aber ich warte mal. Eine Waffe, natürlich wäre nicht schlecht eine Waffe. Aber wir machen es jetzt mal nicht so auf zu aggressiv. Wir wollen nicht dabei nicht so wirklich, dass die Leute jetzt dann aufmerksam auf uns werden, aber wäre ja jetzt auch nicht immer so schlimm. So. 5 Schuss haben wir, kommt drauf an, wie viel er da vielleicht dann noch hat. Umso weiter rüber geht, umso schlechter kann ich ihn dann angreifen. Aber oh, perfekt. Und tschüss. Nice. Mit seinen Ärmeln ist eh klar. Der macht sie weg wie nix. So, ein Schrot haben wir auch wieder am Start. Perfekt. Finde ich richtig nice hier. Ich würde sagen, ja. Gehen wir da mal kurz eine. Warte, lieber mal in Deckung. Vielleicht haben wir da noch niemanden gesehen, deshalb. Man kann ja nie wissen. Klettern wir mal rüber. Wieder rüber. Okay, da sehen wir schon. Rot. Aber mich würde da auch ein bisschen was interessieren. Aha, da hätten wir halt wieder ein Sturmgewehr. Wäre auch natürlich nicht schlecht. Aber ich bin so irgendwie der Schrotflintentyp. Irgendwie taugt mir das so eher mit der Schrotflinte herumzugehen. Aber komplett unentdeckt werde ich das wahrscheinlich, glaube ich, eh nicht schaffen. Oder die werden das absichtlich so machen. Ich schätze, der Boss hatte Angst, dass Sammy uns Marcano auf den Hals geätzt hätte. So. Hui. Pfeifen, okay. Pfeife leise und der Gruppe von... Aha, okay. Um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das was? Reinkommt, ist es Marcano egal, wer es ihm überreicht. Alter, ja, jetzt können wir schon pfeifen, oder? Aha, okay, so haben wir dann die Fäuste. Okay, passt. Okay, na dann komm her, mein Süßer. Oh, da schaut aber jemand richtig stylisch hier aus. Und weg mit dem. Und zack. Die Frage ist jetzt nur noch. Aha, okay, das machen wir dann nochmal mit der Leiche. Die haben wir da ein bisschen weiter zu. Genau. Ich will nur jetzt nochmal wissen, wie ich dann die... Aha, okay, mit L1. Okay, ja, mit L1 müssen wir sie auch wechseln. Kurz schauen.
Es kann ja möglich sein, dass es vielleicht in den Gebäuden da vielleicht ja auch noch irgendwelche Spezialsachen vielleicht auch noch geben würde, die was wir vielleicht gebrauchen könnten. Irgendwann einmal. Irgendwann einmal. Irgendwann einmal. Irgendwann einmal. So. Irgendwann. Mal schauen. Okay, da. Ja, jetzt ist mal der rote Punkt weg. Sollten trotzdem aufpassen. Okay, zum Glück müssen wir eh nicht zum Kästchen oder sonst irgendwas. Da sehen wir eh schon, da sind gleich ein paar mehrere richtig nice mit dem Donner agiert. Sonst. Aha, da hinten habe ich schon mal einen gesehen. Da hinten war dann, glaube ich, auch noch einer. Da haben wir gleich einen kleinen Zertrupp. Oh, ich glaube, wir müssen nicht gleich den ganzen Wald anzünden, aber von mir aus überhaupt kein Problemchen. Boah. Gehen wir gleich. Aha. Da hätte ich aber gesagt, dass wir das irgendwie da so abschießen müssen. Aber dann wären die da sicher irgendwie aufmerksam drauf. Und dafür hätten wir die beseitigt. Wie man's nimmt. Kommt aber auch drauf wieder an, wie lang das braucht zum Zünden. Das ist ja auch wieder das Problem. Also man kann ja nie wissen, wie lange das. Oh. Entweder müssen wir da wirklich durch oder wir tun da einfach jetzt mal raufkraxeln oder so. Schauen wir, ob wir da vielleicht raufkommen. Weil das würde uns sicher auch ein bisschen besser helfen und so. Genau. Nee. Das so auf Assassin's Creed kann er leider nicht. Eine Treppe kann er da jetzt aber auch nicht nützen oder sonst irgendwas. Das ist blöd, das ist blöd. Müssen wir halt schauen, dass wir da vielleicht bei denen das irgendwie so rundherum kommen. Na gut, schauen wir mal, dass wir da, weil wenn wir den weißen, boah, nice, richtig schön geslidert, sehen wir wenigstens eh wunderschön, dass da die roten Punkte sind in der Nähe und so. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber anscheinend hat er wie vielleicht bei Deus Ex irgendwas reingepflanzt in sich, damit er merkt, wo die Gegner sind, finde ich top von ihm. Richtig top. Und dass die Gegner da jetzt nicht wirklich mich sehen würden. Und sie bewegen sich auch nicht. Yes. Okay. Ja, zum Glück bin ich weggegangen, Leute. Ernsthaft. Das hätte schief gehen können. Aber dafür ist er dann Hier im ist dieser Gebäude. Idiot nicht. Ernsthaft. Na komm, pfeif! Pfeif! Wieso pfeift er dann nicht? Alter, pfeif! Jetzt. Achso, vielleicht muss ich lang dran Das halten. wird Das kann auch verflucht möglich noch mal sein. lächerlich. Für dich, nicht für mich. Und weg ist er. Tschüss, 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 tschüss. Weg, einfach weg. So, aber da haben wir dann dort drüben haben wir dann einen, der wieder ein bisschen. Ja, so. Okay, wenn er sich umdreht, könnten wir genau zu der Ecke hin. Also, der geht da eigentlich hier nur die ganze Zeit da so entlang. In der Nähe ist jetzt eh keiner. Perfekt. Oh, ja, so sollte ich nicht in Deckung gehen. So. So ist perfekt. Und der braucht auch nicht wirklich lang. Andere Leute würden uns jetzt, glaube ich, auch nicht sehen. Nee, schaut jetzt eher. Nee, ich würde sagen, nein. Wenn wir den jetzt angreifen, da findet uns keiner. Und erst recht ihn. Wenn wir da jetzt den einfach so erledigen. Richtig nice. Richtig easy irgendwie auch. Aber das erledigt sich dann eh später. Oh, fuck. Boah. Das war sehr knapp jetzt. Das war wirklich sehr knapp. Das sollten wir unbedingt vermeiden. Unbedingt. So, oh. Da oben ist auch schon wieder einer. Aha.
Okay, wir müssen schauen. Erledigen wir ihn. Ich glaube jetzt... Ja, genau. Es sieht uns keiner, es sieht uns keiner. In Deckung. Und ich würde sagen zwei, oder? Zwei sind es noch. Vielleicht bei dem Gebäude. Nicht, dass da jetzt noch einer kommt, aber ich glaube eher wenig. Ja, wissen Sie, mit dem glaube ich schon auf der Karte gesehen. Na, Hallöchen, Sir. Nettes Käppchen. Frage ist nur, ob er jetzt auch da so vielleicht entlang kommt. Oh, das ist meine Chance, das ist meine Chance. Und nice. Perfekt. Na, das war perfekt, das war wirklich perfekt eingelegt und mal gegangen. Nice. Finde Barker. Na, Alter. Schauen wir mal, dass wir hier überhaupt einmal hinkommen. Und einmal... Okay, da sind wir jetzt schon zwei Leute. Ah, wenn es da vielleicht dann noch so ein extra Spezialeingang geben würde, wäre es ja natürlich obernice. Aber ich sehe da jetzt schon zwei Leute, das ist sehr schlecht, das ist wirklich schlecht. Die Frage ist ja auch noch, wie sie sich bewegen, wo gehen die hin? Ja, da muss man aufpassen. Okay, wenn der jetzt nicht weitergeht und die Runde vollendet, ja, dann holen wir uns den Typen so. Wenn er sich dann auch wirklich dann nochmal so bewegt, da wäre es ideal für uns. Müssen wir halt ein bisschen warten, ist halt so ein bisschen so eine Geduldsfrage. Dann könnt, ich weiß nicht, ob wir den oder den. Ich glaube, wir machen eher den in der Mitte als erstes fertig und dann den linken. Weil ich glaube, der linke schaut ein bisschen zu sehr nach links. Deshalb. Wir könnten ja auch pfeifen. Wir könnten. Nicht, dass da noch einer kommt. Aber dafür haben wir mal den erledigt. Perfekt. Wie Akli mal abklopft. Nee, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Einfach abklopfen. Perfekt. So. Ja. Definitiv. Die Frage ist nur, ob da jetzt eh keiner herschaut. Nee, schaut nicht so der Fall aus. Yes, yes, yes. Und jetzt nur noch der nächste. Hoffentlich. Na, zum Glück quietscht das mal nicht. Zack. Nice. Und der nächste ist weg. Muss ich aber ganz ehrlich sagen. Ich schaue mich jetzt da trotzdem noch ein bisschen kurz um. In der Hoffnung, dass es vielleicht dann doch noch irgendwie so einen coolen anderen Eingang gibt, wo wir ihn leichter besiegen könnten oder dass er uns nicht sieht, aber ja, das haben sie leider nicht wirklich eingebaut oder sonst irgendwas, weil das wäre richtig nice, wenn es dann mehrere Möglichkeiten geben würde, damit du dann jetzt nicht wirklich Aufmerksamkeit machst. Oh. Wow. Schrotflinte gegen Schrotflinte. Zack. Dann diesen nutzlosen alten Mann. Tja. Nice. Nice. Kurz nachladen und in Deckung. Perfekt. Yes. Yes, 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 yes. Und nur noch er. Nur noch er. Mist. Oh, genagelt habe ich dich jetzt nicht wirklich, aber... Meier, Bitch. Einer kommt noch, einer kommt noch. Weg damit. Das könnten wir dann vielleicht ja noch benutzen. Gebrauchen. Hat er jetzt Angst, oder? Oh, verblutet da jemand. Na, wie lieb. Wo ist er plötzlich? Zack, zack. Nice. Du solltest tot sein. Und tschüss. Perfekt. Hallöchen. Oh, ich glaube, du blutest ein bisschen. Fick dich. Großer Fehler, im Harlow aufzutauchen. Das Solo gehört einem Trajigesi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten. Keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du
bist nicht besser als er. Und tschüss. Na hallo. Du Schweinehund, hey, Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht, mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Boah, richtig nice. Kann ich auch den Hintereingang benutzen? Das ist mir schon so schön aufgefallen. Oh, ich nehme mal an, nicht. Na gut. Wie schaut's denn eigentlich aus mit einer Waffe? Das wäre auch jetzt wirklich nicht einmal so schlecht. Aber, ja, das schaut schon eher nach was aus. Zack, nice. Ja, werfen wir da gleich mal danach vor mal was. Sir. Ins Arschlöchlein rein, yes! Hörst, halt jetzt mal bitte deine Goschen. Ich weiß nicht, wo er hingekrochen ist, aber er sollte... Das ist ja ein Witz mit ihm. Nur weil er tot ist, soll er nicht... Hui! Komm schon. Nice. Ich langsam auch. Boah! Manchmal ist das ein Wahnsinn. Oh. Yes. Dann, die Waffe nehmen wir uns. Nice. Können wir vielleicht die Pistole? Ja, voll. Nehmen wir uns die Pistole, wenn das vielleicht möglich wäre. Yes. Huh. Wo ist er? Da ist er mal einer. Nice. So, den holen wir uns jetzt. Und? Komm schon! Stirb! Ha! Oh, wunderschön, wirklich wunderschön, Leute. Muss kurz nicht am Kabel reißen. Das wäre nice, weil sonst höre ich nichts mehr. So, einmal. Perfekt. Gehen wir noch ganz schnell runter, für alle Fälle. Vielleicht für ein bisschen Muni. Hat jemand noch ein bisschen Muni für uns? Das wäre recht nice. Irgendwie zielt man extrem daneben. Hi. Oh. Arschloch. Ich geh mal lieber. Geh. Lauf! Ja dann, wir fahren mal. Da haben wir jetzt aber ordentlich viel Munition bekommen. Finde ich richtig geil. Die Frage ist nur... Oh komm, normalerweise hätte ich. Schwanz Lucia heißt das. Yes. Oh fuck. Boah, genau rein. Mist. Du bist ein Schwanzlutscher, Alter. Du hast es direkt da rein. Schrotflinte können wir sowieso nicht nützen. Das ist ein bisschen blöd. Da unten, okay. Mist. Stirb einfach. Oh, fuck. Okay. Gehen wir mal in Deckung. Wenn da jetzt einer raufkommt. Das. Okay. Okay, anscheinend kann man so Leben aufladen.
Cool, nice. Warte, gehen wir. Warte. Versteckt man sich? Versteckt man sich? Ja, da können wir nah. Oh. Jetzt habe ich mal gedacht, er beginnt irgendwas mit Gay zu sagen. Hätte mir jetzt fix gedacht, aber dass er so gegen uns hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Wenn ich ihn sehe, da vorne, ist der Verrückte. Na, es sind auf alle Fälle einmal mehr. Aber wenn ich die Pistole nehmen würde, dann könnte ich... Da! Yes! Genau das meinte ich. Und... Oh! Nice! Perfekt. Und den noch. Suchen die mich jetzt, oder was ist der? Die machen ja gar nichts mehr. Von mir aus ist mir auch recht, aber... Na, dann suche ich mal da drüben. Hm, wie wär's? Ich bediene mich da mal ganz kurz. Nice. Können wir? Warte kurz. Irgendwie da müssen wir drücken. Ja, genau. Ah, schon wieder schön kinderfreundlich. Eine Spritze. Sehr kinderfreundlich. Oh, wie man das hört und so richtig... Übelst nice. Ich suche da drüben. Tja, das bringt ja nichts mehr, das Suchen. Das hätte da schon von Anfang an klar sein müssen. Mal kurz durchsuchen, vielleicht hat jemand was. Irgendwer für uns, vielleicht auch nicht. Aha. Schaut aus, wir wären dann nur noch zwei. Kommt das vor. Boah, schnell in Deckung. Nice. Und den holen wir uns, den Typen, den holen wir uns, das. Fast leichte Beute. Ja, und tschüss. Oh. Tja, ich glaube, das wird nichts mit dem Auseinandernehmen. Du solltest mal lieber mal von da ganz hinten beim Bus beginnen. Ich glaube, dann könntest du vielleicht was erreichen. Boah, besser doch nicht so schnell, für alle Fälle. Und perfekt, so. Gehen wir mal kurz in Deckung. Für alle Fälle. Da ist... Ja, den... Oh, fuck. Nice. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Und tschüss. Ah! Der... Ich glaube, bei dem Schlag war er schon tot. Alter, wie sich das angehört hat. Bis der... But okay, da können wir mal nicht drüber. Ich sehe mir da drinnen nach. Ja, genau, jetzt wo ich mich da bewege. Okay, einer ist noch. Einer haben wir noch. Und weg mit dem. Aber immerhin, der Hut bleibt oben. Was will man mehr? Also, einen besseren Hut gibt es, glaube ich, nicht. Lauf, 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 lauf! So. Ja, ich glaube, mit dem sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen auseinanderfinden. Dass man da jetzt... Dankeschön! Warte kurz! Lass mich einsteigen! Alter! Nicht rückwärts! Oh, ja. Er lässt mich fahren. Okay, danke! Bist du dir auch wirklich sicher? Bei Battlefield wollen auch niemand mit mir fahren. Komisch! Und er schon. Auf geht's! Alles frisch? Ja, alles klar. Wir riefen mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Hobbs? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes, jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice, wir... Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen.
Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Boah, die Straßen sind hin und wieder richtig dunkel, richtig geil. Das taugt mir extrem. Urschön gemacht, ernsthaft, das ist so schön, Leute, so schön. Und das Autofahren ist auch richtig nice. Richtig geil. Bombe, vor allem ist es Bombe. Ich fahr einfach durch. Fahr mal einfach durch. Moin. So, und dann mal wunderschöne Kurve. Nice. Natürlich müssen noch ein bisschen die Reifen quietschen hier. Ja, natürlich logisch. So. Warte, ich bin da mal. Ich hab Vorrang. Sorry, Bro. Ich hab Vorrang. Ich bin schwarz. Ich würde sagen, ja, fahren wir da mal kurz rein. Genau. Zack, zack, zack. Schön einpacken. Ja, schaut ganz gut aus. Und dürfen wir jetzt ausstellen. Ja, gut. Gut einpackt. Na dann schauen wir mal rein. Eine Sache, die Linker nicht gesehen hat. Oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte. War, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Oh. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Ui. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also, es wird ihn nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Na dann. Du wirst tun, was Hui. Du will. Ja? Naja, das ist du wieder eine andere sein. Geschichte. Ja, Sir. Mal schauen, was. Mal schauen, was wir überhaupt zu tun bekommen. Und wir dürfen schon wieder gleich mal einsteigen, bitte. Drücke mal eine und hupf die Ume. Genau. Fahrmodus für ein realistisches Fahrerlebnis können erfahrene Spieler die simulierte Fahrt wählen. Aha. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Können wir mal gerne benutzen. So, ich wollte eigentlich geradeaus, aber wir müssen nach links. Oh, bei Tag schaut das ja auch so schön aus. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist typisch irgendwie bei so einem Open-World-Spiel, dass sie dann irgendwann spawnen. Aber was? Oh, mit den Wolken und so. Perfekt. Perfekt. Wie weit haben wir es denn überhaupt? Das ist ein kleiner Stickerl, aber... Die Stadt! Alter, die Stadt! Richtig nice! Wow! Bombe! Richtig schön designt! Fahren wir jetzt ein bisschen als Geisteskranker hier rum. Ich finde persönlich das
den Spiegel da, den, der schaut so scheiße aus, den hätten sie ruhig weglassen können, finde ich persönlich. Das taugt mir irgendwie nicht, das schaut irgendwie auch komisch aus. Aber Hauptsache Vollgas. Na so, das da vorne, das schaut ein bisschen auch komisch aus, aber das wird schon alles gepatcht werden. Hoffe ich jedenfalls mal. Obwohl man eh schon 2 GB runterladen musste. Also, das bedeutet, ein bisschen haben wir schon gemacht. Ein bisschen, aber nur ganz ein wenig. Na, vielleicht durch die DLCs oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es gibt ja dabei nur den Familienrabatt, glaube ich, gibt es dabei. Und den Season Pass. Alter Leute, ja voll, Alter. Kauft es beim Saturn. Um 77 Euro habt es mit dem Season Pass, mit dem Spiel und dann noch diesen Familienrabatt. Ist jetzt keine Schleichwerbung von Saturn, sondern von mir selber. Weil ich fand das 77 Euro brandneues Spiel. Das heißt 70 Euro beim GameStop, glaube ich, hin und wieder sogar für neue Spiele. Also, es ist ein Blick wert. Sage ich jetzt einmal. Ja, ich würde sagen, wir sind in der Playboy-Villa. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Kein Problem. Darf ich die... Ich probier's einfach. Ja, ich würde sagen, jetzt muss der das Gras wieder frisch gemäht werden. Hey, scheiße, Mann. Sieh einer an. Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Na, Mem. Extra mit Handschuhen auch? Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch 2 Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte viele gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Gott, was für ein Arschloch. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. 2-mal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Ah. In ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht.
Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Geil. Ich habe eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen. Sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das. Das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer. Keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sam ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Geil. Das werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Naja, wir wissen, wie es dabei endet. Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Oh. Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man auf dem Weg kommt. Oh, Mann.